Liebe Erstkommunionkinder, ein neuer Sonntag, ein neues Video. Im letzten Video habt ihr ja etwas über den heiligen Franz von Assisi erfahren. Und jetzt gibt es so ein bisschen grundlegendes Wissen, was ist eigentlich ein Mönch? Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wir sehen uns nochmal zum Schluss. Hallo, liebe Kommunionkinder. Vielleicht erkennt ihr mich, vor einigen Wochen habt ihr mich schon mal auf Video gesehen mit den liturgischen Gewändern des Priesters. Heute hat mich die Miriam gebeten, zu einem anderen Thema etwas zu euch zu sagen, und zwar zum heiligen Franziskus bzw. zu dessen Lebensform, wie wir sagen, der Franziskus, der als Mönch in einer Mönchsgemeinschaft gelebt hat, Franziskus, der einen Orden gegründet hat, die Franziskaner. Franziskus hat damals etwas Neues gegründet, Orden gab es bereits. Sehr früh im Christentum, schon im 4. Jahrhundert, lebten Menschen in der Wüste in Ägypten. Sie wollten eine ganz besondere Beziehung zu Jesus Christus leben in der Einsamkeit. Und daraus haben sich dann die sogenannten Mönchsorden entwickelt. Für Europa, für das abendländische Christentum war da ganz besonders bedeutsam der heilige Benedikt, der im 5. Jahrhundert gelebt hat in Italien. Benedikt wird bezeichnet als der Vater des abendländischen Mönchtums. Benedikt hat keine Ordensgemeinschaft gegründet, er hat Menschen um sich gesammelt, so wie später eben auch Franziskus. Aber später hat man dann den Menschen, die nach der Regel des heiligen Benedikt lebten, Benedikt hat eine Regel geschrieben, die das Leben regeln soll, hat man diesen Orden dann die Benediktiner genannt. Benediktiner sind eine Mönchsgemeinschaft, die auch später reformiert wurde. Dann gab es die Zisterzienser und die Trappisten, das sind alles so fremdländisch klingende Namen, die verschiedene Orden beschreiben. Aber all diesen Orden war gemeinsam, dass sie vor allem sehr zurückgezogen lebten, ein Leben des Gebetes pflegten und gleichzeitig auch arbeiteten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Franziskus hat dann etwas Neues gemacht, Menschen, die nicht nur in der Zurückgezogenheit leben, sondern die auch zu anderen Menschen gehen, um ihnen die Botschaft zu verkünden von Jesus Christus, der arm gelebt hat unter den Menschen. Aber jetzt nochmal zurück zum heiligen Benedikt, darum hat mich die Miriam nämlich gebeten. Benedikt, die Benediktiner, vielleicht kennt ihr hier in der Nähe von Köln die Abtei Maria Laach in der Eifel. Die ist vielen bekannt, weil das ein schöner Ferienort ist, wo man spazieren gehen kann, lecker essen gehen kann. Und die Benediktiner sind heute immer noch tätig in vielen Ländern der Erde. Und auch ich war mal Benediktiner. Allerdings liegt das schon 40 Jahre zurück. Und ich war in einem Kloster in Frankreich. Das hat den für Deutsche schwierig auszusprechenden Namen La Pierre qui Vire und liegt in Burgund in Frankreich. Ich habe damals diese Benediktiner in Frankreich durch Zufall kennengelernt und fand deren Leben sehr faszinierend. Ein sehr geregeltes Leben. Man hat feste Gebetszeiten, morgens um 6, dann um 9 Uhr die Messe, um 12 Uhr Mittagsgebet, um 15 Uhr ein Gebet am Nachmittag, um 18 Uhr die Vesper als Abendgebet und dann um 21 Uhr wieder die sogenannte Komplett, die den Tag komplett macht. Der ganze Tag war also von verschiedenen Gebetszeiten strukturiert. Und zwischen diesen Gebetszeiten gab es dann eben auch Arbeitszeiten, wo man von seiner Hände Arbeit lebte. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe im Kloster, gearbeitet als Anstreicher. Ich bekam einfach einen Pinsel oder eine Rolle in die Hand und einen Farbeimer und dann wurden die Wände gestrichen. Später habe ich das dann ein bisschen verfeinert und konnte dann auch feinere Arbeiten erledigen. Dann habe ich gearbeitet in der Schreinerei.
Ich habe keine richtige Lehre gemacht, aber als ich das letzte Mal zu Besuch in dem Kloster war, ist schon sicher 10 Jahre her, war immer noch ein Tisch mit einigen Hockern da in dem Gästebereich, was ich damals nach einem IKEA-Katalog gearbeitet habe. Und ich habe zum Schluss in der Bibliothek gearbeitet, wo die ganzen Bücher verwahrt werden, und in der Küche. Dann musste täglich für 100 Mönche und Gäste gekocht werden. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, da haben andere mitgeholfen. Aber so hat jeder seinen Arbeitsbereich, in dem er arbeitet, um Geld zu verdienen, die Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Und das hat mich fasziniert, dass man also ja, seinen Glauben lebt, aber gleichzeitig auch arbeitet, nicht auf Kosten anderer lebt, sondern was tut. Ja, und irgendwann habe ich dann nach 10 Jahren gemerkt, dass mir fehlt noch was. Ich war nämlich nicht Priester, das wollte ich ja vorher werden. Und bin dann wieder aus dem Kloster ausgetreten und vor 32 Jahren wieder zurückgekommen nach Köln, wo ich vorher schon Theologie studiert hatte, und bin dann jetzt seit genau 31 Jahren Priester und sehr zufrieden mit dieser Tätigkeit auch hier in Bilderstöckchen und Nippes. Das war's mit dem heutigen Video. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag zum letzten Video für die digitale Erstkommunionvorbereitung. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende mit der Familie. Genießt die Zeit. Bis nächste Woche Sonntag. Tschüss! Erzähl uns mehr, dass wir die Zeichen verstehen. Erzähl uns mehr, dass wir Gott bekennen. Mehr, dass wir den Vater nennen.